Einer Dvorak, Direktkandidat der MLPD. Herr Dvorak, Sie kandidieren für den Wahlkreis Köln 1, also Kalk, Porz und die Innenstadt. Stellen Sie sich doch bitte einmal persönlich vor. Ja, sehr gerne. Ich bin Industriearbeiter. Wie ich gelesen habe, ich bin sogar der einzige aktive Industriearbeiter aller Kölner Bundestagskandidaten und bin schon seit über 30 Jahren im Betrieb, bin dort Gewerkschafter, Betriebsrat seit über 12 Jahren. Und es ist auch so, dass ich mich in der ganzen Zeit eigentlich immer kämpferisch verhalten habe, mich dann nicht irgendwie habe umbiegen lassen oder so. Das hat mir natürlich auch dann Gegenwind eingebracht und ich habe dann also gegen 5 Abmahnungen und 3 Kündigungen kämpfen müssen. Da habe ich erfolgreich gekämpft mit den Kolleginnen und Kollegen und auch mit dem Know-how der MLPD. Das war eine sehr wichtige Erfahrung eigentlich in meinem Leben. Da habe ich viel gelernt und deshalb weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich sage, man muss eigentlich kämpfen, man muss sich organisieren, man muss auch tatsächlich auf Kosten der Profite nur eintreten, um wirkliche Verbesserungen zu erreichen. Also deshalb ist auch mein Motto, nur wer kämpft, kann gewinnen und wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und in dem Sinn kandidiere ich bewusst als Arbeiter. Ich will nicht eine Politik für Millionäre, sondern eine Politik für die arbeitende Bevölkerung und für Arbeiter. Jetzt haben Sie auch schon gerade gesagt, wie Sie zur Politik gekommen sind. Wie genau sehen Ihre politischen Schwerpunkte aus? Also für mich ist ein besonderes Anliegen dieses Mal die Frage von Umweltschutz und Arbeitsplätze. Und da muss man natürlich besonders die Frage des Autokartells ansprechen. Das Autokartell hat ja seit September 2015 ist es ja publik geworden. Es reicht ja viel weiter zurück. Und es ist nicht nur ein Dieselskandal, sondern hier wird eigentlich deutlich, dass systematisch die Öffentlichkeit belogen wurde, die Regierung mit den Autokonzernen gearbeitet hat. Und wir erleben ja heutzutage, dass täglich in Deutschland 30 Menschen sterben an Feinstäuben und Kohlendioxid. Das kann so nicht sein. Da muss man tatsächlich wirksame Veränderungen herbeiführen. Ich bin deshalb auch ganz enttäuscht von diesem Autogipfel. Da wurden die Konzerne aus ihrer Verantwortung entlassen. Ein Update von Dieseln wird es also nicht tun. Wir haben hier in Köln-Mühlheim die 5 größte Umweltverpestung an Feinstäuben in der Bundesrepublik. Das kann so nicht weitergehen. Es müssen tatsächlich auch auf Kosten der Profite hier Verbesserungen erzielt werden. Solche Katalysatoren gibt es schon. Allein wenn man konsequent eine Kartellstrafe erheben würde, dann könnte man einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in Deutschland bundesweit einführen. Also da ist noch viel zu tun. Herr Müller, VW-Chef, seines Zeichens VW-Chef, der sagte, man müsste die Krise aushalten. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man die Krise aushalten muss. Im Gegenteil, dagegen kämpfen. Man muss gegen den Kapitalismus kämpfen. Und ich setze mich insbesondere für ein alternatives Gesellschaftssystem, den echten Sozialismus ein. Wahlkreis Köln 1, was muss da in Ihrer Meinung nach noch passieren? Was muss sich da jetzt ändern? Es ist natürlich, es sind verschiedene Fragen, verschiedene Themen, die man ansprechen könnte. Neben dieser Frage, die ich eben schon nannte mit Umweltschutz und Arbeitsplätzen, ist es für mich auch insbesondere wichtig, einzutreten für die Erweiterung der bürgerlich-demokratischen Rechte und Freiheiten bzw. deren Verteidigung. Und da steht zu oberst natürlich das Verbot aller faschistischen Organisationen und Parteien. Es ist ein Unding, dass im Umfeld der NSU 40 Verfassungsschutzagenten dafür gesorgt haben, dass tatsächlich diese schrecklichen Morde passieren konnten. Davon ist überhaupt nichts aufgedeckt worden. Es ist auch so, dass Herr Amri offensichtlich von Verfassungsschutzagenten nach Berlin gefahren wurde und wieder zurück. Am nächsten Tag werden dann plötzlich Sicherheitsgesetze aus der Schublade gezogen. Offensichtlich steht es doch in einem direkten Zusammenhang. Auch bei den G20-Gipfeln bin ich empört, wie die Polizei vorgegangen ist. Ich bin natürlich kritisierend, natürlich auch Teile der Plünderung von Autonomen, aber wie man jetzt auch hört, von Faschisten und anderen üblen Leuten, das kann ich überhaupt nicht gutheißen. Da ist auch verdeckt worden, dass Zehntausende auf die Straße gegangen sind und angeprangert haben, dass die wirklichen Übeltäter eigentlich in diesen großen Regierungen sitzen, in diesen auch, wie wir sagen, neuimperialistischen Ländern, wie bei das faschistische Regime von Herrn Erdogan, das jetzt mit Macht nach vorne dringt und ähnliche Machenschaften ausübt wie seinerzeit die alten Imperialisten.
vielleicht vor Jahrzehnten. Also das ist für mich ein großes Anliegen hier, das Verbot aller faschistischen Organisationen. Da möchte ich insbesondere auch nochmal die AfD nennen. Für mich ist die richtig ein Sammelbecken von Rechten und Neonazis. Sie haben ja auch tatsächlich erklärt, jetzt gestern, dass die Mittelmeerroute geschlossen werden soll. Das wird ja automatisch dazu führen, dass nochmal Tausende im Mittelmeer ertrinken. Inzwischen weiß man auch, dass auf den Listen der AfD 30-40% offene Nazis und Ultrareaktionäre kandidieren, à la Herrn Höcke. Also dieser Wolf im Schafspelz, das muss direkt wirklich kritisiert werden. Und auch deshalb in diesem Sinne war ich aktiv, als der AfD-Bundesparteitag hier in Köln stattgefunden hat. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch das Thema Abschiebung. Die Bundesregierung hat ja jetzt die Abschiebung nach dem Irak wieder aufgenommen. Und ich persönlich nehme mich des Themas auch an. Ein guter Kollege von mir und Bekannter, der Kollege Allah aus dem Irak und sein, der Kollege Ahmed und sein Sohn Allah aus dem Irak, wurden im Irak von der islamistischen Mafia bedroht und mussten um ihr Leben fürchten und sind deshalb auch schließlich dann nach Deutschland gekommen. Sie sind jetzt von der Abschiebung bedroht und wir machen mit mehreren Aktivisten uns stark, dass sie hier ein Bleiberecht haben können. Er lernt gerade die deutsche Sprache, sein Sohn ist hier in der Schule und beide versuchen sich hier eine Existenz aufzubauen. Also das finde ich, man kann doch nicht Leute abschieben und sichere Herkunftsländer einfach erklären, ob das in Afghanistan oder Irak ist, wobei man täglich verfolgen kann, wie dort Leute umkommen. Wenn die deutschen Minister hier eintreffen, wird es verschwiegen, weil sie um ihr Leben fürchten. Aber es wird zugelassen, dass die Flüchtlinge dort abgeschoben werden. Ich hatte vorhin die AfD erwähnt. Die gehen sogar über Leichen. Denen ist das völlig egal. Für mich ist es überhaupt nicht egal. Ich engagiere mich, dass da ein Bleiberecht ist. Und deshalb bin ich auch Internationalist in Wort und Tat schon immer gewesen. Jetzt haben Sie schon ganz viele Themen angesprochen. Ja. Auf die innere Sicherheit würde ich auch ganz gern nochmal eingehen. Warum ist das auch so wichtig für Köln? Also was genau sollte da Ihrer Meinung nach noch passieren? Wofür möchten Sie sich einsetzen? Ja, es ist immer die Frage, wer ist sicher vor wem? Ich denke, ich habe das eben schon angesprochen, die Sicherheitsgesetze werden nicht eigentlich gegen die Verursacher dieses Terrors gerichtet, sondern die lässt man im Gegenteil laufen, fördert sie und so weiter. Ich bin deshalb auch gegen den Ausbau der Polizei und des Überwachungssystems, wie mit der Videoüberwachung. Hat man keinen einzigen Terroranschlag von rechts verhindert. Der Verfassungsschutz muss aufgelöst werden und in diesem Sinn bin ich auch gegen diese Rechtsentwicklung der Bundesregierung, die das Asylgesetz systematisch aushöhlt mit einer Änderung nach der anderen. Und die wirklichen Ursachen des Terrors eigentlich gar nicht bekämpft. Das kann tatsächlich nur die Straße. Insofern bin ich glühender Antifaschist, wenn Sie so wollen, und trete, wie gesagt, auch insbesondere für das Verbot der faschistischen Organisationen ein. Das ist für mich vorrangig, was das Thema innere Sicherheit angeht, wobei das für mich ein Begriff ist, der von den Medien erfunden wurde. Ist tatsächlich keine Sicherheit für die Bevölkerung, wenn ich sehe als Betriebsrat, man spricht auch nicht von Sicherheit in den Arbeitsplätzen, von der Sicherheit bei der Gesundheitsförderung im Betrieb, da werden die Leute krank und so weiter durch immer noch giftige Arbeitsplätze. Da müsste man viel mehr was tun. Im Gegenteil, diese Sicherheitsvorschriften werden abgebaut. Arbeitsplatz, auch ein Thema, was Sie jetzt gerade wieder angesprochen haben, was Sie selbst natürlich auch durchgemacht haben, wie Sie vorhin gerade erzählt haben. Was muss da geschehen? Ich denke, man muss sich einsetzen in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung dafür, dass die Arbeitszeit radikal verändert wird und zwar abgesenkt wird auf mindestens 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Wir in den Betrieben, wir stellen immer mehr her pro Stunde. Wir werden also immer produktiver. Schon Karl Marx hat das als ein Gesetz herausgearbeitet und gefordert, dass man eben auch dafür kämpfen muss um seine Interessen. In dem Sinn bin ich auch aktiv in Betrieb und Gewerkschaft, aber gerade die 30-Stunden-Woche oder die unbefristete Übernahme der Lehrlinge nach der Ausbildung. Bisher haben wir nur ein einjähriges Übernahmeverpflichtung der angeschlossenen Unternehmerverbände. Das ist
eigentlich nicht richtig, weil gerade die Leiharbeit die junge Generation umso stärker trifft. Es sind fast schon 1 Million Leiharbeiter da. Frau Nahles von der SPD hat jetzt ein Leiharbeitsgesetz verabschiedet, das eigentlich empörend ist, weil es immer mehr dazu führt, die Leiharbeit auszudehnen. Also das muss rückgängig gemacht werden, genauso wie die sachgrundlose Befristung. Wahlkampf, auch sehr, sehr wichtig bei allen Parteien. Was passiert da bei Ihnen? Ich nehme natürlich, wie auch schon vor dem Wahlkampf, an Informationsständen teil. Ich bin zum Beispiel seit über 10 Jahren aktiv jeden Montag gegen Hartz IV, bin da in der Leverkusener Fußgängerzone, das werde ich natürlich weiter tun. Aber wir haben uns natürlich neben den auffälligen Plakaten, die hier auch in der Straße hängen, von der MLPD, Internationalistische Liste, entschlossen, auch Wahlkampftouren zu machen. Ich mache natürlich bei den Arbeiterkollegen mit. Wir machen hier an verschiedenen Großbetrieben eine Tour, aber natürlich auch immer Wochenende und während der Woche dann entsprechende Informationsstände. Wir haben auch eine Wählerinitiative und versuchen dort auch jetzt eine Veranstaltung zu machen und werden die auch durchführen, haben dazu den Leverkusener Lungenfacharzt Mölleneisen eingeladen. Der hat ja den VW-Vorstand insgesamt wegen seiner Machenschaften strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und hat Anzeige erstattet. Also da versuchen wir unsere Erfahrungen austauschen und den aktiven Widerstand da voranbringen. Wie finanzieren Sie sich das Ganze? Ich habe jetzt nach § 3 Abgeordnetengesetz, das muss ich auch erst lernen, unbezahlten Urlaub genommen für 5 Wochen. Also ich finanziere mich praktisch aus meinem gesparten Geld. Die internationalistische Liste MLPD sammelt Geld, Spenden, um überhaupt den Wahlkampf, zum Beispiel die Flyer oder die Plakate, die ich eben angesprochen habe, zu finanzieren. Aber was meine Person angeht, das ist genauso, wie ich das auch im Betriebsrat mache. Ich nehme da keine Vorteile an und das ist für mich eigentlich auch so eine Verkörperung von diesen sozialistischen Prinzipien, für die ich eintrete. Vielen Dank, Herr Dworschak, Direktkandidat der MLPD im Wahlkreis Köln 1. Dankeschön. Vielen Dank.